Haushoch mit 92,2% der Stimmen hat sich der isländische Präsident Guðni Jóhannesson eine zweite Amtszeit gesichert. Beim isländischen Volk ist er sehr beliebt. Ihm zustehende Gehaltserhöhungen hat er immer abgewiesen und das Geld für wohltätige Zwecke gespendet. Sein Sieg war in Umfragen bereits vorhergesagt worden. Das Ergebnis dieser Wahl ist für mich ein Beweis dafür, dass meine Landsleute meine Herangehensweise an das Amt gut finden. Deshalb haben sie mir das Mandat erteilt, diese Rolle weiterhin so zu erfüllen, wie ich es seit 4 Jahren tue. Sein einziger Herausforderer war der Geschäftsmann Gudmundur Franklin Jónsson, der etwas weniger als 8% der Stimmen erhielt. Auf der Insel mit ihren rund 360.000 Einwohnern werden alle 4 Jahre Präsidentenwahlen abgehalten, wenn es überhaupt mehr als einen Kandidaten gibt. Island gehört nicht zur Europäischen Union, dafür aber ebenso wie Norwegen und Liechtenstein zum europäischen Wirtschaftsraum.